Es ist entschieden, also statt 9 Bezirke sind es nur eigentlich 4, und zwar ist es Weltstadt, Hallein und auch Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land. Und das bedeutet, es ist so ein Mini-Lockdown, also auch da wird es dann wieder verschärfte Maßnahmen geben. Wir wissen, die Zahlen, die steigen weiter an, auch in ganz Österreich, über 15.000 sind infiziert. Gerade die Bundeshauptstadt Wien ist sehr stark betroffen. Aber was heißt das jetzt genau? Also es betrifft natürlich auch wieder die Schulen, und zwar die Oberstufen, also da kann es dann wieder sein, dass ein Distancing Learning wieder gibt für die Oberstufen. Dann natürlich auch die Privatfeiern von 10 zum Beispiel, nur mal 5 Personen, die dann gemeinsam feiern können. Das ist natürlich auch schrecklich langweilig, aber das sagt die Bundesregierung, beziehungsweise auch jetzt hat man entschieden, das muss jetzt so sein. Die Begräbnisse, die bleiben jetzt noch bei 100 Personen, und auch, was ziemlich erschreckend ist, jetzt die Altersheime beziehungsweise generell bei den Pflegestationen, auch da dürften vielleicht nur mehr 2 Personen dann vor Ort sein und eben zum Beispiel die Menschen, die sie lieben, besuchen. Also das wird jetzt noch ganz schrecklich werden in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar bis nächstes Jahr. Jetzt kommt dann natürlich auch die Grippezeit noch dazu. Das heißt, im Herbst, wo wir uns jetzt schon befinden, beziehungsweise ab Dezember, da rechnet man damit 3.000 bis 4.000 Neuinfektionen. Also da schnallt es noch alles nach oben, und wahrscheinlich, und das muss man jetzt auch natürlich beobachten von den Zahlen her, kann es sein, dass die Bezirke, die jetzt orange sind, dann auch auf rot umschalten. Aber mittlerweile, beziehungsweise das hat man jetzt entschlossen, sind es 4, ich sage es nochmal, Welsstadt, Hallein, Innsbruck-Stadt und Innsbruck-Land sind jetzt erstmals auf rot geschalten.